sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in der Sparkasse in Bad Salzuflen zu unserer traditionellen Eröffnung der Kunstausstellung Lippische Künstler 2019. Wohlgemerkt, wir reden zwar über das Jahr 2020 gleich, aber wir nennen sie nach wie vor Lippische Künstler 2019. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier vor einem vollen Haus begrüßen zu dürfen. Wir waren ein bisschen voller Sorge, weil so viele Anmeldungen vorlagen, dass wir einige Absagen erteilen mussten. Ich bitte uns, das nachzusehen. Es liegt nicht an uns, aber der Brandschutz setzt uns da gewisse Grenzen. Aber alle, die Sie hier sind, sind dann heute Gott sei Dank auch angekommen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Antonius Grote, ganz besonders den stellvertretenden Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe. Herzlich willkommen, Herr Groth, wir haben eben schon gesprochen, das erste Mal hier. Wir freuen uns sehr, dass Sie unter uns sind mit Ihrer Gattin. Herzlich willkommen. Eigentlich wollte ich dann auch noch den Landrat, den Dr. Axel Lehmann, begrüßen. Der steht zurzeit noch im Stau in Lage, er hat gerade angerufen. Aber er wird uns nicht im Stich lassen, das wird ein paar Minuten dauern, wenn er gleich kommt. Ist jetzt hiermit schon herzlich begrüßt. Ich begrüße aber auch ganz herzlich Frau Dr. Granados, die uns ja seit vielen Jahren künstlerisch betreut. Frau Dr. Granados als Direktorin der Kulturagentur des Landesverbandes Lippe. Frau Dr. Granados, herzlich willkommen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns auch in diesem Jahr wieder künstlerisch unterstützt und begleitet haben. Und ich begrüße auch ganz herzlich die Mitglieder unseres Verwaltungsrates der Sparkasse Lemgo, ebenso wie die Vertreter der Presse. Ja, das Jahr ist fast schon wieder vorbei. Man erinnert sich noch an das letzte Jahr. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Jahresende. Und das ist dann immer die gute Gelegenheit, hier unseren lippischen Kunstkalender zu präsentieren im Beisein unserer Künstler. Und die habe ich natürlich bei meiner Begrüßung nicht vergessen, sondern die stehen ja heute im Mittelpunkt des heutigen Abends. Ich begrüße ganz herzlich, und dann darf ich Sie auch namentlich nennen, Frau Annelie Delka. Ich hoffe, sie ist da. Ich habe noch nicht alle gesehen. Ich begrüße Frau Dombrink, ich begrüße Frau Doxy, ich begrüße Herrn Wolfgang Heinrich, den ich eben schon gesehen habe, Herr Heinrich, der so ein bisschen das Urgestein des Lippischen Kunstkalenders ist, wenn ich das so sagen darf. Ja. Frau Kunas, herzlich willkommen, Herrn Wemisewitsch, Frau Anastasia Nesterova ist da, Herr Sigurd Schade, herzlich willkommen, Herr Theo Schäfer, Eckhard Siegmann, seit langen Jahren habe ich mir sagen lassen, mal wieder dabei. Auch dann mit dem Titelbild, wir kommen gleich drauf. Sieglinde Strohmeier, Frau Erika Stumpf und Frau Christine Finn-Jakob, Ihnen allen gilt unser ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie alle hier sind und uns mit Ihren Exponaten heute die Ausstellung bereichern und die Ausstellung dann letztendlich ja auch darstellen. Ich habe das eben schon gesagt, das Jahresende naht sich mit großen Schritten. Wir sind allesamt fast schon in der Terminplanung für das Jahr 2020 und dann wird es irgendwann auch Zeit, den Lippischen Kunstkalender 2020 zu präsentieren. Wir sind noch lange nicht alle so weit, dass wir digital mit dem Smartphone unterwegs sind, auch wenn es den einen oder anderen beruflich ja sich nicht vermeiden lässt. Aber ich glaube, auch analog mit einem Kunstkalender ist man heute immer noch gut beraten. Und von daher hat dieser Kalender ja eine gewisse Tradition. Und der Tradition ist das Stichwort, der diesjährige Kalender ist ein ganz besonderer. Die ersten Anfänge, wir haben noch mal recherchiert, des Kunstkalenders liegen nämlich im Jahre 1969. Und wer rechnet, der weiß dann, dass es 50 Jahre sind, die dieser Kunstkalender die Sparkasse Lemgo begleitet. Und die Künstler, die diese Sparkasse mit dem Kunstkalender begleiten. 1969, eine lange Zeit. Erinnern Sie sich noch, ich kann mich so dumpf erinnern, was da alles so war. Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond 1969. Willy Brandt wollte Demokratie wagen, wenn ich mich recht erinnere. Auch das war, glaube ich, 1969. Der Berliner Fernsehturm, ein Prestigeobjekt des DDR-Regimes, wurde am Alexanderplatz eröffnet. Und auch wenn es den einen oder anderen vielleicht etwas mehr zu Beethoven und Bach zieht, die 68er-Generation 1969, Woodstock ist das Stichwort, das Woodstock-Festival war 1969 und bleibt sicherlich dem einen oder anderen noch in Erinnerung. Und wenn man aus der Finanzbranche kommt, dann muss man natürlich wissen, dass 1969 der Euro-Scheck erfunden wurde. Kennt heute, glaube ich, kaum noch jemand.
wir brauchen ihn nicht mehr, aber 1969 war das eine große Errungenschaft, ein garantiert 400 D-Mark garantiertes Zahlungsmittel auch für Auslandsreisen mit der Euro-Scheckkarte. Die Erfindung oder die Einführung stammt aus dem Jahre 1969. Wie gesagt, in diesem Jahr erscheint der Kunstkalender nun zum 50. Mal und gehört damit zu den ältesten Bandkalendern, die in dieser Form an unsere Kunden herausgegeben werden. Auch die Auflage des Wandkalenders, ich habe das eben gesagt, Digitalisierung ist sicherlich ein Stichwort, aber auch die Auflage spricht dafür, dass wir nicht veraltet und antiquiert sind. Seit vielen Jahren liegt die Auflage weit über 10.000 Exemplaren und weit über 10.000 Kalendern. Also es gibt noch jede Menge lippische Haushalte, in denen sich der Kalender dann findet. Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr oder auch dann fürs nächste Jahr, 2020 feiert die Sparkasse ihr 175-jähriges Jubiläum. Und das haben wir so ein bisschen mit in Verbindung gebracht. Daher befindet sich in dem neuen Kunstkalender auch ein Einleger im November oder vor dem November 2020, ein Einleger zur Sparkassengeschichte. November 1845, das ist unser Gründungsdatum, wie alles begann. Seien Sie gespannt, wenn Sie gleich die Kalender sehen. Wir haben ein bisschen Historie mit dazu genommen und mit aufgeschrieben. Auch in diesem Jahr hat der Kalender wieder, oder enthält der Kalender wieder Werke von 13 lippischen Künstlerinnen und Künstlern. Und auch in diesem Jahr gilt, nein, wir haben 2020 keine 13 Monate, wir haben auch 2020 12 Monate. Aber das Titelbild, dieses Mal von Herrn Siegmann, ist als 13. Bild natürlich dazugekommen. Inhaltlich zeigt die Ausstellung dann gegenständliche und abstrakte Arbeiten, zum Beispiel die vielen Facetten der Jahreszeiten, wie Sie das eigentlich gewohnt sind, beliebte regionale Sehenswürdigkeiten oder auch die Besonderheiten der lippischen Landschaft. Alle Werke verbindet insbesondere die Begeisterung und die Leidenschaft der Künstler für ihre Arbeit. Und das ist eigentlich das Schöne, was diesen Kunstkalender so wertvoll macht. Die Künstler zeigen mit ihren Bildern eine Vielfalt künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten und den kreativen Ideenreichtum der lippischen Kunstszene. Es bereitet immer wieder Freude, die verschiedenen Stilrichtungen zu betrachten und sich auf die Wirkungen der einzelnen Werke einzulassen. Und durch die Zusammenführung der Werke einzelner lippischer Künstler wird einmal mehr sicherlich auch die Verbundenheit unseres Hauses, die Verbundenheit der Sparkasse zur Region deutlich. Ich glaube, das ist uns ganz besonders wichtig. Und als weiterer Nebeneffekt kann man fast gar nicht sagen, bieten wir natürlich auch den lokalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine besondere Plattform, auch für die Öffentlichkeit hier in Lippe. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr wieder in den nächsten Wochen zahlreiche Besucherinnen und Besucher dort drüben auf der Galerie begrüßen dürfen, zur Ausstellung begrüßen dürfen. Und in der Kombination, in der Zusammenarbeit mit der Kulturagentur des Landesverbandes haben wir, glaube ich, ich nehme das mal für mich in Anspruch, eine gute Auswahl getroffen, Frau Dr. Granados. Die Ausstellung selbst zeigt ja dann nicht nur die 13 Bilder, sondern sie zeigt über 60 Exponate, also weitaus mehr als das, was wir im Kalender anbieten können. Und wie gewohnt, ich habe das schon gesagt, stehen im Fokus der Ausstellung die Stimmungen, die Facetten der vier Jahreszeiten. Thank you.